Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei Antikera in Panzerkorps 2. Wir sind in Runde 4 und versuchen uns jetzt hier gerade eben durch diese armen Milizionäre durchzuboxen, die halt de facto keine Gegner für uns sind, ne? Aber ich bin ja nicht derjenige, der das hier zu entscheiden hat. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wen will ich denn jetzt hier am besten wie angreifen? Den da will ich angreifen. Und von der Seite ebenfalls. Ich muss jetzt halt irgendwie gucken, dass ich die feindlichen Jäger abgeschossen bekomme, ohne dass ich dabei selber zu viel aufs Fressbrett bekomme. So, das war der zweite Streich und der letzte folgt zugleich. So, sind wir den Kollegen mal losgeworden. Jetzt habe ich hier noch dieses Aufklärungsfliegerli, dessen Position ich eigentlich ganz, ganz gerne hier verlegen möchte. Dasselbe mache ich jetzt auch mit den Bomberli, weil die machen da momentan original nicht mehr viel, da wo sie jetzt gerade eben sind. Verlegt euch mal. Übrigens, das Interessante ist, dass ich seit langer, langer Zeit keine Wettereffekte mehr hatte, sodass ich mal Flieger nicht starten hätte lassen können. Das war auch bei der letzten Mission schon nicht unbedingt so. Den jetzt hier anzugreifen klingt echt hart für mich. Frisch mich hier nochmal auf, um hier im Zweisal nochmal später nochmal neu anzugreifen. Ich brauche jetzt aber hier aufklärungstechnisch mehr Licht. Da ist doch glatt mal jemand, der dringend eine drauf will. Und da sind noch mehr Feinde. Okay, ich mache erstmal Druck auf den da, weil der muss weg. Lol, das war hart. Das ging vor allem schnell. Nutzt hier gleich die Gelegenheit, um die auch noch anzugreifen. So, dala. Mach ich mit dir? Kannst du original gar nichts machen. Bist ja auch keiner von meinen Einheiten. Wobei ich nicht weiß, ob ich dich behalten darf. Ne? Das ist ja die nächste Sache. Ich weiß es ja tatsächlich nicht. Ja, komm, also wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, jetzt hier so nachrückende Truppen sofort unter Feuer zu nehmen, mache ich das. Bin ich selber offiziell eingekesselt, was jetzt wiederum nicht so geil ist. Dich behalte ich, deswegen werde ich dich mal auffrischen. So, und ich nehme mal den hier noch unter Feuer, weil der hat es verdient. Und sehe mal zu, dass ich hier meine Artillerie an die Front bekomme. Denn ein Blitzkrieg hat auch ein gewisses Nachteilspotenzial. Man hat das Problem mit der eigenen Geschwindigkeit. Den habe ich jetzt wieder nur ein bisschen gedebufft. Das hier mache ich definitiv nicht. Bekomme ich ja selber mehr Schaden. Geh dahin, um den hier noch zu decken. So, das war's schon wieder von meinem Zug. Das könnte eine schnelle Runde werden. So, da sind sie jetzt auch durch. Müssen sie bloß noch das hier besetzen. Hier kommen wir halt nicht durch. Das ist eine natürliche Festung hier. So, die haben sich ergeben. Okay, jetzt kommt Antikera. Das hier haben wir schon mal eingenommen. Wenn wir die da hinten jetzt allerdings schon mal wegrollen. Mit unseren Panzern. Dann ist es leicht, Antikera einzukesseln. Statt es direkt anzugreifen. Ich sage, es ist eine natürliche Festung, was sie da haben. Krass, ey. Die greifen mich jetzt ernsthaft hier mit. Ah, warte mal. Das sind Mixed-Brigade. Also gemischte Brigaden. Also so eine Mischung aus Milizen wahrscheinlich und regulären Soldaten. Okay, halten wir mal fest, dass die sich hier gerade eben selbst gelöscht haben. Und ich deswegen jetzt hier oben das hier einnehmen kann. Nice.
Die haben wieder Flugzeuge, die mir auf den Keks gehen. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Luftaufklärung. Meine eigenen Jäger kommen nicht weit genug. Deswegen muss ich sie erstmal jetzt hier wieder verlegen. Halt. Warum kann ich dich nicht verlegen? Ich kann den hier nicht verlegen. Anscheinend kann dieses Flugfeld nur 4 Flieger aufnehmen. Ist da irgendwie eine Info dazu? Initiativebegrenzung, bla bla. Verschanzungsgeschwindigkeit 4. Nö, eigentlich steht da nichts dazu dran. Ich sehe jetzt gerade eben nicht, warum das der Fall sein sollte. Gut, vielleicht nehme ich da oben dieses Flugfeld am besten einfach noch ein, aber momentan geht es tatsächlich nicht. Das heißt, ich frische dich einfach mal auf. Das Einzige, was ich gerade tun kann. Außer den hier vielleicht noch angreifen. Was ich jetzt auch damit tue. So, der Kollege hier wird von mir jetzt doch nochmal aufgefrischt. Er muss ja nicht völlig kaputt gehen. Und meine Bomberli können jetzt hier eigentlich schon mal einen Angriff starten. Auf alles, was mit Antikera irgendwie hier defensiv zu tun hat. Oder zumindest hier offen rumsteht und einen Ärger machen könnte. Zack. Okay. Dann mit der Artillerie. Jetzt habe ich mich verklickt hier. Mit der Artillerie will ich eigentlich noch eins weiter runter. Du forst immer noch ins Heck. Er zieht sich zurück. Du forst dahin. Bis dahin. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen aggressiver vorpushen. So. Jetzt habe ich noch meine Panzer hier übrig. Die Panzer sollen bitte die hier ausschalten. Attacke. Dass die nicht weglaufen, wundert mich gerade eben. Das wundert mich gerade wirklich. Aber jetzt sind sie weggerannt. So, die wurden überrannt. Deswegen kann ich denen hier noch eine mitgeben. Und hier noch außen rum durchstoßen. Die sind zwar jetzt noch nicht eingekesselt. Ja, jetzt sind meine eigenen eingekesselt, aber ich beachte, das ist momentan also noch nicht so tragisch. Dahin. Und das war schon wieder mein Turn. Ja, die gehen wirklich Trillipampi gerade. Die halt auch ihre BT-Panzer echt keine Chance haben, ne? Und da war's vorbei mit dem. Ist aber auch echt krass, ne? Also, da sind wir schon andere Sachen gewöhnt gewesen. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist alles 1936, ne? Das ist ja eigentlich alles noch vor der kriegerischen Eskalation. Der Zweite Weltkrieg hat noch gar nicht angefangen. Das ist ja de facto ja noch so eine Art Stellvertreterkrieg. Zwischen den Faschisten und den Kommunisten. Ihr solltet diese Position hier nicht sinnlos halten. Das macht irgendwie wenig Sinn. Wo kommen die denn her? Okay, die haben sich selbst gelöscht, aber... Es ist trotzdem faszinierend, wo die auf einmal hergekommen sind. Okay, das Erste, was ich machen möchte, ist tatsächlich jetzt hier den da oben raustreiben. Ja, dass das jetzt hier nicht viel ausmacht, das habe ich schon geahnt.
Das hier muss ich ja auch irgendwie nehmen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Ich habe ja nicht die Infanterie. Ach, das war der Aufklärer. Ups, Entschuldigung. Ich habe versehentlich den Aufklärer ausgewählt. Ich wollte den da auswählen. Bam. Ja, und was mache ich jetzt mit dir hier noch? Hier kann ich nicht viel machen, weil da die Luftabwehr störend ist. So, dich muss ich jetzt erstmal wieder auffrischen, weil du hast ordentlich kassiert. Interessant. Ach, du ahnst es nicht, das Ding ist nicht abgesichert. Okay, dann machen wir so. Dann machen wir das eiskalt so. Wie Schaden machst du an dem? Du löscht ihn aus. Das nehmen wir mal so mit. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier anwählen. Dann greife ich den hier noch an. Der fällt zurück. Das soll mir recht sein. Ja, dich lasse ich mal hier eine Runde pennen. Wie greife ich denn jetzt hier noch am dümmsten an? Besten wäre es echt, den hier zu attackieren, ne? Bumm. Und bumm. Jetzt fange ich an, den hier schon mal ein bisschen einzudecken, hier mit Artillerie. Der ist quasi handlungsunfähig geworden. So, und jetzt gucke ich mal. Die haben hier noch jede Menge Liederchen. Kann ich dich jetzt endlich verlegen? Nee, es geht immer noch nicht. Krasse Scheiße. Okay, dann schießen wir jetzt den da einfach mal ab. Bis mir was Besseres einfällt. Und tschüss. Mach ich mit dir noch? Ja, da jetzt anzugreifen wäre jetzt eher so halb smart. Nee, ich stelle mich hier tatsächlich da oben drauf, damit, falls die beiden angegriffen werden, er sie verteidigt gegen die Jägerchen. So, genau, du rückst jetzt da tatsächlich rein. Dadurch ist der jetzt... Oh, die sind jetzt alle gekesselt, aber er selber auch gekesselt. Die Sache irgendwie witzig. Wer hat hier wen gekesselt? Das ist die entscheidende Frage. Das ist mein Aufklärerchen. Oh, die haben ja 18. Brutal. Geh dahin, dass ich hier schon mal die Aufklärung auf dem hier habe. Wir haben schon ein Drittel der Zeit rum. Ich meine, okay, ich muss ja nur tatsächlich hier zwei von diesen Hexfeldern nehmen. Das sollte machbar sein. Aber das Bonusziel, das Schlachtschiff zu zerstören. Wäre natürlich schon interessant. Aua. Das war gerade so ein fließender Übergang, ne? Gerade eben haben noch meine Verbündeten angegriffen. Jetzt greifen die hier halt an. Das kam so aus dem Nichts für mich. Armer Panzer, fall mal zurück. Das ist dein Ende. Die scheinen ja wirklich mit so einer Art Mut der Verzweiflung zu fighten hier. Kann ich den hier bomben?
Nicht das, ohne dass der sich hart wehrt. Bomb ihn jetzt trotzdem. Ich habe selber dabei eigentlich de facto nichts verloren. Weirdo. Ich komme hier gar nicht mehr raus gerade eben. So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir das jetzt schon mal irgendwie mal attackieren und einnehmen. Sonst kriege ich nämlich meinen armen Kollegen da nicht mehr lebendig raus. So, du gehst schon mal darüber. Mach den ja auch noch mal ein bisschen kampfunfähig. Auch noch da hoch jetzt. Auffrischen, please. Auffrischen, please. Ich muss echt komplett mit denen da oben lang, ne? Der hält hier weiter tapfer die Stellung. Der alte Lurch da oben. So, wir haben es eingenommen. Damit ist auch die Kesselung vorbei. Ah, ne, ist sie noch nicht. So, die haben aufgegeben. Der fällt zurück. Ich gehe hier näher ran. Warum kannst du nur in diese Richtung raus? Das macht doch gar keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn, warum man nur in diese Richtung fahren kann, können soll. Der kann nur dahin fahren, wo die Gegner ihm de facto im Weg stehen. Hinten ist auf einmal frei, wisst ihr? Das, ja. Ja, nee. So, jetzt holzen wir da noch drauf. Habe ich jetzt ernsthaft auf den da geschossen? Nein, ich habe auf den da klicken wollen. Hä? Seht ihr das? Ich klicke auf den da. What the fuck is happening? Das kann sie auch nicht mehr rückgängig machen. Interessant. Was war denn das gerade für eine Nummer? Ja, dich lasse ich da stehen. So, jetzt kann ich tatsächlich Flieger mal da in diese Richtung packen. Konnte ich wahrscheinlich auch vorher schon, aber finde es trotzdem seltsam, dass man da nur 4 Leute hinpacken kann. Ein bisschen unintuitiv. Ah, sie sind down. Gut. Habe ich es doch noch einnehmen dürfen. In diesem Zuge. Gehst du noch dahin? Wir beten den Turn hier wieder. Der hat sich jetzt hier zerstören lassen. Gut. Fehlt nimmer viel. Antikera ist halt hier mit 18 Mann, ne? Die müssen wir richtig ausräuchern. Allem, was wir haben, mit Bomben, mit Artillerie. Mit dem ganzen Programm halt einfach, bevor wir da angreifen. Sonst verheizen sich da die spanischen Verbündeten. Eigentlich sollte so ein Artillerieangriff, wenn Flugzeuge im Flughafen sind, auch die Flugzeuge beschädigen können. Ist aber nur so ein Gedanke. Ha, wie geil. Oberleutnant Wagen, mein General, some of our forces have found a hidden Republican Depot. We've commanded the contents and you can access them as captured equipment. Nice! Ich habe hier einen Bonus gefunden. Wie süß! Ich wusste gar nicht, dass es das geht. Ja, hier. Ihr lernt hier doch was in diesem Spiel, über dieses Spiel. ich muss jetzt hier 2 Felder runter, um. Ah, ne, eins hätte gereicht. Ich bin so ein Dussel.
ein Feld hätte gereicht. Dann kann ich hier nämlich schon bombardieren. So. Muss ich schauen. Ja, natürlich wurde mein Dingens hier zerstört, ne? Weil ich durfte es ja nicht rausbewegen. Nochmal Dankeschön für gar nichts, liebes Spiel. Sowas liebe ich ja nicht. Halt. Ach, den darf ich jetzt wieder nicht mehr rückgängig machen. Bis außer darf man nur eine bestimmte Anzahl von Moves rückgängig machen. So, der wurde überrannt. Dann machen wir den dann noch weg. Die sind jetzt alle offiziell eingekesselt. Und werden Schwierigkeiten ab jetzt haben, Nachschub zu bekommen. Gehen wir mit dem mal da drüben scouten. Ich weiß eh nicht, was ich mit dem Italiener hier machen soll. So, du bist jetzt hier nach wie vor mein ein Angriffsfliegerlein. Dann können wir doch hier schon mal das hier attackieren. Du machst hier eine Aufklärung. Und du wirst hier kurz mal geflickt. Demnächst dann auch mal Jäger hier angreifen, aber eins nach dem anderen. So, ich bombardiere das da. Bombardiere das da. Und wir können auch direkt schon mal das hier bombardieren. Hat gar nichts gemacht. Cool. So, unsere Verbündeten sind dran. Die boxen die jetzt hier wahrscheinlich raus. Genau. Haben wir das hier eingenommen? Gut. Ja, das ist jetzt auch erledigt, das Teil. Und damit ist Antikera gefallen. Naja, fast. Die Einheit ist down. Jetzt wehren die sich wieder. Also wir haben es leider noch nicht einnehmen können. Da hat irgendwie die KI, wie ich gerade empfinde, nicht den geilsten Move gemacht. Hätte man auch anders machen können. Mit der stärkeren Einheit zuerst angreifen und der schwächeren dann da reinlaufen oder so. Ist nur so ein Gedanke. Okay. Jetzt bin ich mal so kackendreist und fahre mal direkt da drauf. Oh nein, ein Hinterhalt von einer Mine. Darf da also nicht einfach hinten durchfahren. Welch ein Ärger. Ich frisch den hier mal auf. Okay, Leute, dann wird es... Haben die da irgendwo den Flieger noch? Den gerade eben nicht mehr. Da ist auf jeden Fall auch ein Bunker, ein ziemlich harter. Amtshandlung Nummer 1. Bomben. Das hat überhaupt nichts bewirkt. Cool. Bomben. Das hat immerhin mal ein bisschen was bewirkt. Gut, wir rücken dahin. Ja, der wehrt sich, das war zu erwarten. Bewegt den jetzt halt echt mal aggressiv um diese Ecke hier rum. Es nervt, dass die mir hier die ganze Zeit so im Weg rumstehen. Ja, der würde jetzt ein bisschen Schmerzen bereiten, aber ich will den jetzt hier echt loswerden. So, der hat aufgegeben. Gut. Wie ist jetzt hier hin? Meine Luftabwehr rückt weiter vor. So, mit dir ist, du gehst auch in diese Richtung. Ja, ich kann jetzt nur noch den da angreifen unter Verlusten. Hauptsache ich beschädige ihn. Den Flieger. Ah, hier hat es noch diesen einen Flieger. Ja, komm, den schnappen wir uns.
Den schnappen wir uns, aber sowas von. Aber man sieht halt echt, dass die besser sind als unsere, ne? Ich brauche halt echt 3 Stück, um eine realistische Chance zu haben gegen den. Fliegerchen da drauf. Und Turn beenden. Okay, Bonus Objective to capture all Victory Hexes completed. Wir haben nochmal so einen Commendation Point bekommen, von denen ich immer noch nicht weiß, was ich mit denen machen kann. Also irgendwelche Goodies gibt's dafür, aber ich weiß es immer noch nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo ich die einlösen kann. Muss ich vielleicht nochmal irgendwie nochmal näher suchen. Vielleicht habe ich es bis zur nächsten Folge rausgefunden. Mal schauen. Kannst du da jetzt durchlaufen? Wow! Wir haben alles vermint, die Banner. Okay. Das ist ja mal echt gemein. Okay, wir versuchen den jetzt hier trotzdem mit allem, was wir haben, abzuballern. Der Flieger da muss weg. Leider habe ich ihn nicht abgeschossen. Leider, leider, leider. Ach, come on. Dann geh halt nochmal dieses Stückchen vor. Artillerie rückt vor. Bombardiert den. Und bombardiert den hier. Wir haben nicht aufgegeben, krass. Es scheint so zu sein, dass dieses Fahrzeug hier auf jeden Fall den Feind bindet. Das ist aber spannend. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Da hat's Minen. Aber das ist mir egal, ich kann den ganzen Scheiß jetzt hier einnehmen. Okay. Ja, das wird garantiert gut für mich enden. Ah, ich kann das angreifen, ohne dass ich kaputt gehe. Das war aber früher auch mal anders. Wenn ich mich recht entsinne. Den kann ich auch schon mal bombardieren. Und an den hier komme ich nicht mehr ran. Ich kann den hier bombardieren. Und jetzt gucke ich mal, was der Aufklärer hier noch zu tun vermag. Hier ist halt die gesamte Flotte, ne? Die haben da sonst nichts mehr. Geiler Sound, aber nichts ist passiert. So, sie haben es geschafft, das Ding hier endlich auszuschalten. Gut. Und die sind auch endlich down. Antikera ist nun komplett in unserer Hand. Gibt es eigentlich nur noch das Bonusziel. Sink the Battleship. Control 2 Victory Hexes. Ich habe 5. Bin mir nicht ganz sicher, aber die Mission kommt mir sehr leicht vor. We will see. Ich werde in der nächsten Folge mal versuchen, hier mal einen besseren Bomber oder sowas zu akquirieren. Laut Dingens müsste das ja gehen, ne? Ja, wobei, ich habe nicht genug Punkte. Ach, das wird schwer. Okay, liebe Leute, dann sage ich mal danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Macht's gut, tschüss und ade.